Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Das ist der Hannes. Moin. Das ist der Ramses und wir wollen heute wieder mal eine kleine Schärfe-Challenge machen mit den Crazy Bastard-Saucen. Wir haben heute schon ein paar Maßgetränke getestet und ich habe gesagt, es ist so windig heute, das geht ja mal gar nicht. Ich glaube, ich muss mir jetzt endlich mal ein Gesundheit. Ja, Dankeschön. Hey. Dankeschön. Ein Gesundheitspullover anziehen, weil es war so windig einfach die ganze Zeit. Jetzt sitzt du hier mit dem Pullover und denkst, Mann, ist das schon wieder warm. Das heißt, wir werden jetzt trotzdem mal die Ärmel hinterkrempeln. Aufkrempeln. Und dann sitzen wir theoretisch ja wieder kurzärmlich da. Ist das ein Crazy Bastard, versteht ihr? Wir haben uns jetzt zwei Packungen Nuggets gemacht, wie immer Ableben-Nuggets oder wie die heißen hier im Rewe Zender, und wollen diese Superbox von den Crazy Bastard Saucen testen. Und das ist ja so stark, ich kann es nicht mal in Worte fassen, ich muss das euch mal so zeigen. Erstens ist das hier ein super genialer Karton, der sieht einfach mega crazy aus. Crazy Bastard 7 Soßen Set. Award-winning Hot Sauce, handmade in Berlin. Das ist aus Berlin. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, das ist schon wieder irgendwas Amerikanisches. Crazy Bastard, das ist ja auch alles in Englisch drauf. Aber es ist aus Berlin. Ihr habt hier dieses schöne Logo Crazy Bastard Soßen. Ihr habt hier hinten drauf nichts. Ihr habt hier drüben drauf nichts. Wenn ihr das mal rumdreht, habt ihr nochmal stehen, alle Sorten, die da drin sind, auch nach Schärfegrad aufgeteilt. Jalapeno Date, Stufe 1, Scotch Bonnet, Caribbean Spices, Stufe 2, Chipotle Pineapple, Stufe 3, Habanero Tomatillo, Stufe 4, Ghost Pepper Mango, Stufe 4,5, Trinidad Scorpion Clementine, Stufe 5 und Carolina Reaper Blueberry, Stufe 5+. Hier ist noch ein Satz, den möchte ich vorlesen. Dieses Set enthält eine breite Palette von 7 Chili-Soßen, von mild bis extrem scharf. Jede Soße bietet eine bestimmte Chili-Sorte sowie eine einzigartige und ausgewogene Geschmacksrichtung. Von süßem Jalapeno und Dattel bis hin zu intensiven Carolina Reaper und Blaubeere. Ist was für jeden Chili-Fan dabei. Da steht auch nochmal alles von jeder einzelnen Soße, die Zusammensetzung, die Zutaten, wie viel Prozent von welcher Chili, wie, wo, was drin ist und was euch sonst noch erwartet. Wenn ihr die jetzt aufmacht, da kommt der Wind, habt ihr hier nochmal einen schönen Pappdeckel, unter dem verbirgt sich hier ein Aufkleber. Crazy Bastard Sauce, finde ich richtig stark. Ihr habt hier nochmal sozusagen einen Flyer, wie eine Postkarte, Crazy Bastard Sauce. Habt auf der Rückseite auch nochmal alle Sorten, die da drin sind, drauf, mit was das ist, was gut dazu schmeckt. Steht auch dabei, das steht hinten auf der Packung nicht mal. Es ist die Website verlinkt, ich glaube, das lege ich mir jetzt mal hier hin. Der zweite Flyer ist gerade abgehauen. Und hier habt ihr jetzt die Soßen drin und die sehen alle sehr lustig aus. Man denkt nämlich, man hat sich einfach im Netto hier so ein Pfeffi geholt an der Kasse, weil der Pfeffi ja auch in so einem Glaskanister kommt, hier so einen Taschenrutscher für zwischendurch. Jede hat jetzt hier diesen schönen Aufdruck, dieses schöne Etikett mit diesem, sieht halt aus wie ein Mexikaner, dieser Crazy Bastard. Das wollen wir jetzt probieren, die stellen wir uns jetzt hierher. Dann testen wir die alle durch mit Nuggets. Und fürs Ende haben wir wieder die Madoc 357 Hot Sauce in der Silver Edition mit der silbernen Kugel, mit aus 6 Millionen Scoville Pepper Extrakt hergestellt. Ne? Also aus 6 Millionen Pepper Extrakt hergestellt, Silver Edition Madoc. Wir bereiten jetzt kurz vor. Melden uns gleich zurück. So, wir haben jetzt alle hier aufgestellt, der Reihe nach. Hinten steht sogar auf Deutsch drauf, nochmal genau, welche Chili-Sorte da verarbeitet wurde, was da die Zusatzzutat ist für alle, die jetzt Englisch nicht so mächtig sind. Wir fangen mal an mit der Ein-Sterne-Soße, 1 von 5. Das ist hier diese grüne. Da steht scharfe Chili-Soße mit Jalapeno und Datteln. Und auf dem Flyer steht drauf, mild, sweet and complex, like a spicy chutney,
Great on Burgers and Sandwiches. Gut also auf Sandwich und Burger. Ich schüttel die kurz. Wir haben jetzt nicht genügend Nuggets, dass wir von jeder Soße zwei Nuggets essen können. Deswegen werden wir bei der ersten, bei der mildesten, einfach nur ein Nugget essen. Und mit den anderen dann immer versuchen, zwei Nuggets zu essen, dass sich die Soße halt richtig gut auch ausbreiten kann. Weil der Deckel geht gar nicht ab. Der hängt noch da als Sicherheitsvorrichtung. Ich hau mir mal jetzt hier das Grüne, wenn es rauskommt, hier drauf. So, ein super Klumpenberg grüne Jalapeno Dattelsoße. Ich habe das vorher nicht gewusst. Wir haben so die Tabasco-Soßen getestet, was halt einfach aus einer Chili bestanden hat, ist. Aber dass da immer eine sozusagen Fruchtkomponente drin ist, gemischt mit einer scharfen Chili, finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Hm? Dankeschön. So, du merkst ganz leicht diese Jalapeno-Note raus. Du merkst ein bisschen was Würziges raus. Und du hast diese pflaumige Note auch leicht dabei. Ich finde die sehr fruchtig. Ist angenehm, die ist trotzdem schon pikant. Also es gibt so viele Soßen, da steht drauf extra scharf. Also merkst du gar nichts. Da merkst du, das ist eine feurige Soße. Für uns sehr mild. Aber mit einem richtig guten Geschmack. Ich bin jetzt schon hin und weg. Ich habe total Bock jetzt auf den Rest. Auf den nächsten. Wir kommen nämlich von der grünen zur blauen. Und die blaue ist eine Crazy Bastard Sauce. Scotch Bonnet und Caribbean Spices. Hinten steht auch nochmal drauf, scharfe Chili-Soße mit Scotch Bonnet Chili. Woher kommen also die Caribbean Spices? Hier steht Ingwer, Knoblauch, Limette, Olivenöl, Gewürze. So, und hier müsste dann ja einfach nur Jalapeno, Datteln, aber auch Limette, Koriander, Knoblauch gewesen sein. Es wird also mega kompliziert. Was macht die jetzt zu einer Caribbean? Wegen dem Ingwer oder was? Ansonsten, ja. Ja, wegen dem Scotch, schätze ich mal. 2 von 5 und auf dem Flyer steht drauf: Exotic, savory and full bodied. Like a Caribbean style jerk sauce. Great with rice dishes. Kennt ihr Reisdishes? Tische aus Reis. Das heißt nicht, aber das ist mir doch egal, was das heißt. Wir machen jetzt die blaue auf. Die müsste ja schärfer sein. Von der müssen wir jetzt auch 2 Nuggets essen. Und ich habe Bock. Eine schöne karibische Note bei Karibik. Ich denke eigentlich an Kokos. Ich denke dann so, ah, hat die jetzt Kokosraspeln drin, Kokosflavor. Guck mal, wie viel da drauf ist. Ja, das, also wenn du das mit der Madoc machst, dann bist du tot. Aber ich glaube, das sind richtig gute Soßen. Die kann man wirklich so essen. Ja, weil da einfach alles einstimmig ist. Das ist einfach die Schärfe, das Fruchtige, das Süße. Das stimmt halt alles einfach überein bei den Soßen bis jetzt. Also ich muss sagen, zum jetzigen Zeitpunkt hat mir, glaube ich, die erste besser geschmeckt. Für mich ist die zweite ein bisschen undefinierbar. Ich kann das gar nicht richtig genau rausschmecken. Ich merke keine Steigerung der Schärfe. Dieses Karibische, wo das herkommen soll, bei der ersten habe ich gemerkt, okay, Jalapeno, kennst du den Geschmack? Dattel, okay, so pflaumemäßig, kennst du den Geschmack? Konnte ich genau definieren. Hier, wenn du mir die probieren lässt mit zu Augen, ich hätte keine Ahnung, was das sein soll. Ich weiß auch nicht, wie eine Scotch Bonnet schmeckt, deswegen fand ich die erste besser. Die erste grüne mit Jalapeno. Sowieso habe ich richtig Jalapeno bezogen. Ja, und Datteln halt. Wie fandest du die? Wie gesagt, die Soßen, die sind alle irgendwie einstimmig. Die Komponenten, die stimmen irgendwo. Aber bei manchen, bei der blauen schmeckt es halt nicht so raus, wie bei der ersten jetzt. Als nächstes kommt eine rosane. Guckt euch die mal an. Die ist rosa. Hier vorne steht Chipotle und Pineapple. Und für die nicht wissen, was das ist, scharfe Soße mit geräucherten Chili, aber Ananas. Hier steht aber auch wieder Jalapeno Chilis, Limetten, Chipotle Flocken,
Meersalz, Paprika, Ananas, Zwiebeln, alles dabei. Und der Flyer sagt uns, das ist nicht nur Stufe 3, sondern Medium Hot, Smoky and Fruity Sweet, like a Mexican Al Pastor Style Barbecue Sauce. Okay. Chipotle ist wohl immer so für die rauchige Komponente verantwortlich. Chipotle hast du gestern auch gefeiert. Ja. Bei den Tabasco-Soßen, bei allen anderen. Und das als rauchige Chipotle gleichzeitig mit süßer Ananas-Komponente gemischt. Da bin ich das gespannt. Klingt auf jeden Fall richtig stark. Da erwarte ich jetzt einiges. Sehr interessant. Hoffe, das ist nicht wie die Karibik. Hoffe, die geht jetzt ab. So, haben wir wieder einen Klumpen drauf. Ein Klumpen, so, ich glaube, riechen braucht man da gar nicht. Man merkt eh nichts. Der Wind zieht vorbei. Also es ist einfach probieren und dann. Ganz schön dickflüssig, das Zeug, ha? Aber finde ich gut, gerade durch das Dickflüssige und so schön das auf dem Burger draufknallen, ja, ohne dass das so essigartig, flüssig überall runterläuft. Ja, die Soßen haben was. Ich sage, die sind alle einstimmig und einfach geil. Vor allem das Rauchige finde ich davon hier so. Da schmeckst du schon das Rauchige schon etwas raus davon. Bei der. Es hat eine ganz, ganz leichte Chipotle-Rauchnote. Das ist eine ganz zarte, süßliche Ananasnote. Ich finde aber, obwohl es jetzt schon Stufe 3 von 5 ist, finde ich die immer noch sehr harmlos. Ich würde sogar glauben, dass das Muttertier die auch ohne Probleme essen könnte. Ja. Bin mal gespannt, ob die Steigerung noch ankommt, ob das noch richtig durchzündet. Deswegen gehen wir zum nächsten. Habanero, ein alter Freund. Ja. Wir haben jetzt die gelbe. Crazy Bastard Sauce, Habanero, Tomatillo. Hinten steht scharfe Chili-Soße mit Habanero-Chili. Auch mit Tomatillos, Zwiebeln, Habanero-Chilis, Weißweinessig, Äpfeln, Limetten, Knoblauch, Äpfel. Habanero und Apfel, dass ich das noch erleben darf. Stufe 4 von 5. Und hier steht Bright, Fruity and Hot, our original and award-winning sauce, perfectly balanced in flavor and great with everything. Passt also zu allem. Das ist die award-winning Soße, mit denen sie also überall Preise abgeräumt haben, als sie die vorgestellt haben. Aber es kommt halt darauf an, welche Äpfel sie jetzt hergenommen haben. Ob sie jetzt süßliche hergenommen haben oder ob sie jetzt säuerliche hergenommen haben. Habanero müsste auf jeden Fall auffallen. Habanero ist einfach eine Sache für sich, die du immer rausschmeckst. Habanero, ja, ja, klar. Ganz besonders. Und Äpfel, ich mag Äpfel, ich bin ein richtiger Apfelliebhaber. Die sieht auch richtig schön hell, orange aus. Die letzte war ja eher so, ja, durch das Tomatige wahrscheinlich. Nee, Tamarillo ist ja hier drin. Ha, ich habe keine Ahnung. Die letzte war eher so ein bisschen dunkelbraun. Und die ist jetzt so richtig hellorange. Guten Hunger. Oha. Das ist komplette Soße rausgeknallt. Auf das Nugget drauf, egal. Ja, man merkt gerade so ein. Gerade so einen fischigen Geschmack gehabt. So. Das wäre hier so ein Matjes Filet. Den Apfel schmeckt man auf jeden Fall raus. Mhm. Der Apfel ist das, was als erstes präsent ist, direkt beim Reinstecken. Ich vermisse aber ein bisschen diese typische Habanero-Note. Also ich merke sehr diesen Apfel komplett. Dann im Nachhinein merkst du, ein leichtes Brennen, es witzelt was, ja, dass da wirklich auch Schärfe dabei ist. An den Seiten merkst du es. Würde ich jetzt aber nicht schmecken, dass das Habanero ist. Ich dachte, Habanero merke ich immer sofort, das ist immer präsent, da. Das ist eigentlich präsent, das sollte eigentlich präsent da sein. Ja, die sind halt gut gemischt, die sind halt gut verträglich. Ja, natürlich. Die sind trotzdem richtig geil, also bis die jetzt sind, ja, wie gesagt, alles, sind halt alles einfach, irgendwie lecker. Ja, und nichts hau dich um, wo du weißt, ja, wenn du dir was drauf machst, musst du ganz vorsichtig sein, weil du hast so extrem nur noch Schärfe, da merkst du gar nichts mehr. Ja, ja, ja. Ja, weißt du, das sind richtig Soßen, wo du dir schön überall drauf klatschen kannst und trotzdem auch richtig Geschmack dabei hast. Die hat jetzt kein gelbes Etikett, die hat eher ein oranges Etikett. Hier steht Crazy Bastard Sauce, Ghost Pepper und Mango mit 4,5 von 5. Ich mag Mango. Flammen. Scharfe Chili-Soße mit Ghost Pepper Chili.
Paprika, Zwiebeln, Weißwein, Essig, Mangos, Äpfel, Butt, Jolokia, Ghost Chili, Limetten, Olivenöl, Kreuzkümmel, Meersalz. Hier steht dabei: Deliciously exotic, fruity und intense. Ripe Mangoes and Cumin Compliments the Indian Ghost Pepper. Denke ich mir gerade und denke so, okay, Mango ist mit drin, Mango. Wenn du jetzt so extrem den Mango schmeckst, wie eben beim Apfel, geht hoffentlich nicht dann die Scorpion Pepper unter, die Ghost Pepper. Nicht der Geist, die Skorpion, ist ja alles gleich. Die sieht auf jeden Fall auch wieder sehr schön aus von der Farbe. Ist halt so auch wieder ein bisschen heller. Sieht meiner Meinung nach wieder wunderbar aus. Du siehst auch schön so Stückchen drin von den Chilis. Kleine Stückchen, rote kleine Fetzen drin. Machst du wieder einen Haufen hier auf das Nugget drauf. Ups. Von der Mango siehst du es natürlich auch, klar. Hannes, war das gestern Ghost Pepper oder Scorpion? Scorpion, glaube ich. Scorpion. Bei dem Tabasco war Scorpion am Ende, wo ich gesagt habe, die schmeckt irgendwie wieder so nach Seife. So einen seifigen Spülmittel-Waschgeschmack. Wahrscheinlich ist eine Ghost Pepper und eine Scorpion haben so einen ähnlichen seifigen Geschmack, den ich merke. Sehr leicht, ja. Ganz leicht hier dieses Seifige. Die Schmierige. Was bei diesem Scorpion Tabasco komplett da war, ja. Was mir gar nicht getaugt hat. Hier merkst du das leicht und dann aber wieder eine schöne fruchtige Note auch dabei. Ja. Im Abgang eine Schärfe, also so stört mich das nicht. Der Scorpion Tabasco, den fand ich richtig schlimm. Ja. Obwohl es der schärfste war, hat er mir vom Geschmack her einfach nicht gefallen. Hier ist das eine interessante Kombination. So ein bisschen Wäschezeug mit Mango gemischt. Ja, aber so eine ganz leichte Ding, merkst du schon. Wieder ein Häufchen schmierige. Drauf. So eine ganz kleine, schmierige Ding merkst du schon raus. Ja, finde ich gut. Ja, klar, hat was. Finde ich sehr gut. Ich glaube, das ist die, die mir bis jetzt gerade sogar am besten schmeckt. Weil die bis jetzt die meiste Schärfe hat. Das merkst du schon, dass die noch mal ein bisschen höher geht wie die anderen. Weil die trotzdem eine sehr fruchtige Note hat. Weil du diesen leicht speziell, extrem speziellen, aber nur leicht vorhandenen seifigen Geschmack einfach hast. Dass ist du schön, wirklich ja. merkst, da sind besondere Chilis drin. Das sind keine 0815 Chilis, das sind diese besonderen Super Chilis. Aber da muss ich sagen, bei der habe ich jetzt die Schärfe jetzt nicht so präsent irgendwie. Ich weiß nicht, keine Ahnung, aber... Vertrau mir, ich kann das noch abschätzen. Das ist irgendwie. Dann haben wir als nächstes ein rotes Etikett. Hier steht jetzt Trinidad Scorpion und Clementine. Wenn das also auch schon wieder so Skorpion, dann müsste das ja auch wieder so einen seifigen Geschmack haben. Ja. Und statt Mango ein Clementine dabei. Hier steht auch das erste Mal jetzt drauf sehr scharfe Chili-Soße. Bei den anderen stand immer nur scharfe. Hier steht sehr scharfe Chili-Soße. Und ganz wichtig, von Kindern fernhalten. Zutaten: Paprika, Äpfel, Zwiebeln, Weißweinessig, Clementin, Trinidad Scorpion, Chili, Knoblauch, Limetten, Olivenöl, Meersalz. Das hat Stufe 5 von 5. It's a slow burner. It starts off with a tasty citrus aroma. Sense the heat starts to build with mouth-wässering intensity. Okay. Also es startet leicht mit einem Zitrusaroma und müsste dir dann den Mund richtig verwässern und Speichelfluss hervorrufen. Sind wir mal gespannt, Hannes, weil es ist die vorletzte Soße ja. aus dem Set. Die müsste jetzt ja schon mind-blowing sein. Schauen wir mal. Aber ansonsten haben wir ja natürlich die Carolina Reaper Soße übrig. In der letzten Instanz. Trinidad Scorpion Clementine. Wieso, wenn überall Apfel drin ist, haben die nicht bei Jalapeno einfach Jalapeno und Apfel geschrieben, damit das grüne Apfel, grüne Jalapeno irgendwie ja, so zusammenpasst? Grüner Apfel schmeckt aber säuerlich. Säuerlich und dazu die Essigsoße? Ja. Das wäre doch interessant. Ich hätte mich gefreut, wenn irgendwo draufsteht mit Apple. Da wäre ich total begeistert. Ja, jetzt ist überall aber Apfel drin, aber steht halt vorne nicht drauf.
Ich merke wieder ganz leicht diesen seifigen Geschmack. Ja. Also wir müssen ja abwarten. Es kommt ja dann erst, hat es gesagt. Es fängt ja dann erst an. Es bewegt sich dann erst durch euch durch. Das Fruchtige von der Clementine ist leicht vorhanden. Und man merkt hinten... Im Nachhinein brennt es, ja. Ja. Finde ich gut. Das ist wieder eine Drei-Komponenten-Maß. So ungefähr, ja. Seife, Frucht und Schärfe kombiniert Seife, in einen so einen Haufen Soße. Seife, Frucht und Schärfe. Ich glaube, die finde ich sogar besser als die davor. Die davor mit der leichten Seifennote. Die mit der leichten Seifennote, Clementine mehr als Mango. Die Schärfe ist noch mal ein bisschen mehr da. Das wäre für mich jetzt mein Favorit gerade. Da ist auch so ein Geschmack, den kann ich gar nicht deuten. Ich weiß nicht, was das ist. Den kenne ich, aber ich kann es gerade nicht beschreiben, an was mich das erinnert. Obwohl doch, in der Schulkantine, neben Kindergarten, im irgendwo, wenn es Nudeln mit Tomatensauce gab, diese richtig selbstgemachte Kantinen-Tomatensoße habe ich im Nachgang, im Abgang dann irgendwie so einen Geschmack plötzlich noch mit da. Ob das Tamorilo aus den vergangenen Soßen wirkt, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall habe ich jetzt dieses halb seifige, halb scharfe, halb fruchtige, wirkt das irgendwie so. Ist auf jeden Fall sehr interessant. Jetzt haben wir noch, das ist eigentlich der Endgegner. Die schwarze, die dunkle, die braune, also die hat ein schwarzes Etikett. Crazy Bastard Sauce, Carolina Reaper und Blueberry. Carolina Reaper, wisst ihr ja, die Chilischoten mit 2,2 Millionen Scoville. Haben wir ja schon mal gegessen, getrocknet. Ja. Haben wir schon mal gegessen beim Brainy, als er uns Chilischoten zugeschickt hat. Es ist auf jeden Fall immer heavy, immer richtig brutal. Hier ist natürlich jetzt nicht die reine Schote, das ist ja wieder verdünnt. Dürfte also nicht so extrem sein. Aber hat einen typischen Geschmack. Und das jetzt kombiniert mit Blueberry, mit Heidelbeere. 5 plus im Schärfegrad. Scharfe Chilisauce von Kindern fernhalten. Wieso steht bei der davor sehr scharfe Chilisauce und hier wieder nur scharfe? Da denkt man ja, die davor ist die schärfste. Von Kindern fernhalten. Paprika, Zwiebeln, Weißweinessig, Äpfel, Heidelbeeren, Carolina Reaper, Limetten, Olivenöl, Meersalz. Und auf dem schwarzen Zettel Sweet Blueberries Compliment to Floral Chili Aroma, but it feels like getting a tattoo on your tongue. Fühlt sich also an, als würde dir jemand die Zunge tätowieren, weil es halt wohl sticht. Muss man mal ausprobieren. Ein stechendes Heidelbeer-Tattoo auf der Zunge. Genau, das machen wir. Das lassen wir uns machen. Der Hannes kann ja machen, was er will. Ich bleibe bei meinen Soßen. Ja. Blueberry. Das wäre doch was für ein Monte, oder? Mit seinem Gnergy. Hier ist auch Blueberry drin. Mal gucken, ob das jetzt chemisch schmeckt mit Süßungsmitteln oder ob das einfach richtig lecker fruchtig schmeckt. Genau. Hä? Ich wollte sagen, Hannes, was ist das denn? Da ist ja plötzlich gar nichts. Auf einmal kommt so ein Feuerball von unten und macht... Ja. Da muss ich husten. Ich merke auch jetzt plötzlich die Augen drehen. Also Carolina Reaper ist immer hinterhältig. Ist immer das, was plötzlich von hinten nochmal zustößt und dich überrascht. Das heißt, Carolina Reaper ist immer die heftigste. Wir müssen direkt noch einen nehmen. Nochmal drauf. Mit Carolina Reaper Heidelbeere. Ich muss mich mal auf die Heidelbeere konzentrieren, ob ich die überhaupt schmecke. Ansonsten bin ich gerade total überrascht. Die Heidelbeere spürst du nicht, aber du spürst so einen leicht süßen Geschmack. Ja, das ist die Heidelbeere. Ja. Du spürst sie nicht, aber es ist leicht süß. Ja, der schmeckt. Beim direkten Essen merkst du aber absolut gar keine Schärfe irgendwie, nur diesen leicht süßlichen Geschmack von irgendwas. Es ist sehr breich, es ist so.
beim ersten Mal kam jetzt hier plötzlich so ein. Das ist aber jetzt sowieso warm. Da. Das heißt jetzt. Warm hier oben. Es pulsiert nicht nochmal, es knallt nicht nochmal mehr rein. Das heißt, auch die ist erträglich, ja. Auch die kann ich mir vorstellen, auf dem Burger einfach so drauf zu machen, den schön einzureiben. Ja, richtig. Nicht, ihr müsst mit einer Pinzette einen kleinen Tropfen auftragen, sondern ihr haut euch die wirklich irgendwo drauf, esst die. Was natürlich schade ist, das heißt, so eine Flasche reicht dann gar nicht so lange, weil das sind ja nur 100 Milliliter. Aber wenn du viel mit einmal drauf machst, dann ist die sehr schnell leer. Kann man gut genießen, gut essen, ist aber sehr schnell leer, also sehr teuer, wenn man die immer wieder nachkaufen muss. Als wenn du sowas hast wie hier die Mad Dog, wo du wirklich nur mein Nugget so einen kleinen Tropfen drauf machst und die schon seit 5 Jahren immer wieder der Endboss ist. Die brennt weg. Ich habe zu Mannes schon gesagt, ich hatte Bedenken, wie das. Wieso hast du jetzt kein Nugget mehr? Ich denke, wir haben extra aufgehoben, und damit das aufgeht, aber irgendwie geht's nicht auf. Ja, weil ich hab 13, du hast 14. Wir haben die erste. Ja, und dann dachte ich bei 14, wenn ich jedes Mal 2 esse, dann passt das. Dann wenn hätte ich die eins erste nicht essen dürfen. Aber ja, stimmt. Wir sind ja mit 7 fertig, genau. Aber wir haben ja jetzt eine 8. Soße. Ja. Ach, bin ich bekloppt. Egal. Hab zum Hannes schon gesagt, Hannes, ich mach mir Sorgen, weil Carolina Reaper 2,2 Millionen. Selbst wenn die das verdünnen, da bleibt bestimmt 1 Million übrig oder so. Ja, und die Mad Dog ist zwar aus 6 Millionen Scoville Pepper Extrakt, hat aber nur 600.000. Ich finde aber, dass die Mad Dog trotzdem die schärfste immer noch ist. Bis jetzt ja. Ich werde mir das auf das letzte Nugget drauf tun. Du gehst jetzt leer aus, da kann ich jetzt leider nichts dazu. Ja, leider. Ich hatte voll Schiss von der Carolina Reaper, aber im Zusammenhang mit dieser milden Mischung und diesen Heidelbeer noch mit drauf, ist das erträglich, kannst du das richtig gut essen. Nee, aber trotzdem. Ich sag, die ganzen Komponenten, diese Zusammenstellung finde ich einfach genial. Ich finde die einfach genial, diese Zusammenstellungen. Ich glaube, wie gesagt, das sind ja die normalen Soßen, die es erstmal so gab, und sie haben mittlerweile noch von Mad Dog, von Crazy Bastard, die Extreme Soßen rausgebracht. Die sowieso bei 5 plus erst losgehen und dann 6, 7, 8 als Heat-Level haben für die hartgesottenen. Ich glaube, da muss man noch mal was bestellen. Ja. Da muss man noch mal im Internet gucken, ob es da auch ein Set gibt von den Extrem-Soßen. Ich sehe gerade hier, der Deckel ist kaputt. Das ist sehr schade. Wer war das denn wieder? Hä? Also zum Abschluss, Mad Dog 357, immer noch der Boss. Immer noch das Schärfste von allen bis jetzt, aus 6 Millionen Pepper-Extrakt mit 600.000 Scoville. Schmeckt wieder mal kurz nach Pflaume, dann hast du nix. Und dann kommt von hinten der zweite Feuerball für heute vielleicht. Und so ein kleiner Tropfen reicht schon. Es bleibt einfach einzigartig. Es verteilt sich. Es geht rum, es klatscht wie beim Wrestling jeden Zuschauer mal kurz ab. Dann kommt es zurück und hebt die Arme im Ring und sagt, ey, und dann wird gefeiert. Also davon nicht zu viel, Magenkrämpfe, alles tot. Die anderen könnt ihr gerne genießen, wenn ihr gerne scharf esst, probiert die mal. Ich finde das Set trotzdem richtig genial aus. Schön Sticker dabei, die Karte dabei. Das ist cool, die werde ich mir auf jeden Fall aufheben, in den Schrank stellen, wenn die leer sind. Eigentlich müsste ich sagen, ich bin enttäuscht, weil ich mir die schärfer vorgestellt habe. Aber sie schmecken einfach so verdammt gut. Deswegen bin ich nicht enttäuscht, weil die einfach so verdammt köstlich sind. Ja, natürlich, weil das ist alles. Und das da aus Berlin, Junge. Guckst du aber. Wir haben heute eine Maß getestet. Jetzt haben wir gerade gegessen. Scharfe Soßen. Das heißt, wir können jetzt als nächstes wieder eine Maß testen. Das seht ihr aber im nächsten Video. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses, euer Hannes. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal und ciao.